Ja, hallo, grüß euch nochmal. Ich möchte noch etwas sagen und ich hoffe, dass du mir das erlaubst. Es wird immer so viel geredet, dass Gott dich lieben würde, Gott dich lieben würde. Ich bezweifle, dass Gott dich überhaupt kennt, weil ich bezweifle, dass Gott überhaupt nur irgendeinen Menschen kennt. Das Einzige, was ein Gott wirklich wahrnehmen könnte, wäre die Lichthelligkeit, die eigene Lichtstärke. Dann würdest du dazugehören. Aber irgendwas liebt uns doch bestimmt. Irgendwas muss doch etwas von uns halten. Irgendjemand muss doch bei mir sein. Das ist tatsächlich dein Dual. Und wenn du das hässlichste, unfreundlichste, gemeinste, grobigste, maulende Wesen aller Welten, aller Menschen wärst, es würde dich trotzdem unendlich lieben und trotzdem stolz auf dich sein. Und es wäre ohne dich untröstlich. Und damit meine ich buchstäblich untröstlich. Alle Reichtümer oder alles Glück dieser Welt würde es nicht darüber hinweghelfen, dass du fehlen würdest. Keine andere Kraft in deinem Leben würde dich so sehr lieben, wie dein Dual dich. Alles würde es auf sich nehmen, nur um bei dir zu sein. Es wäre, wie gesagt, ohne dich untröstlich. Wenn du dich auf andere Menschen verlässt, wenn sie auch noch so loyal wären, auch der Treueste der Treuen, auch der Loyalste der Loyalen, würde irgendwann verschwinden, wenn es zu hart auf hart kommt. Aber nicht der andere Teil von dir selbst. Und ich sagte doch gerade, es wäre ohne dich untröstlich. Und alles auf der Welt könnte den Verlust, über dich hinwegzukommen, nicht mehr gut machen. Es würde vor lauter Kummer genauso vergehen, wenn du auf einmal nicht mehr da wärst. Es ist relativ absurd, dass wir immer die Liebe von anderen über anderen suchen. Und da muss doch mal jemand sein, der mich lieb hat, oder da muss doch mal jemand sein, der mich stärkt, da muss doch mal jemand da sein, wenn es längst da ist. Dein Dual, deine Dualseele wäre ohne dich wirklich untröstlich. Und das ist auch der Grund, warum es unter allen Umständen bei dir ist. Das könnte dich gar nicht verlassen. Und wird nie müde, dich darauf hinzuweisen, dass du doch bitte deine Gedanken auf dein höchstes Licht lenkst, auf euer höchstes Licht lenkst, auf euer höchstes Selbst lenkst. Damit ihr ganz bestimmt und frei zusammen seid. Hüte dein Dual, schütze es, unter allen Umständen. Denk immer daran, dass nur deine eigenen Gedanken es kaputt machen können oder nur deine eigenen Gedanken es zerstören können. Dein Dual ist dein kostbarstes Kleinod, das darfst du nicht vergessen und es wohnt in dir. Das ist zwischen deinem Herz und Rippenbögen, also da, wo der Solarplexus ist. Und da ist es immer. Und nur deine eigenen Gedanken, zerstörerisch oder gemein oder gehässig oder hinterhältig, brutal oder verzagt oder klagen ja, und so weiter, würden es zerstören. Oder sagen wir mal, es würde es nicht zerstören, aber es würde stören. Es würde den Kontakt mit dir fast unmöglich machen. Und dennoch, bei allem Schmerz, bei aller Plage, ignoriere sie so weit als möglich und denke daran, dass dein eigenes Licht strahlender ist, denn das eigene Licht, dein eigenes Licht also, hätte eine so hohe Schwingung, dass sich Wut und Verzweiflung und Kummer etc. gar nicht halten lassen können. Ich weiß ja nicht, ob du gerne Liebesfilme siehst oder so, oder ob du das traurig findest, wenn, sagen wir mal, Paare sich trennen müssen und Jahre aufeinander warten müssen und ähnliches. Also ich finde das überhaupt nicht schön. Ich mag das auch nicht so gerne. Von meinem Liebsten getrennt zu sein, habe ich überhaupt nicht gern. Aber ich könnte es auch gar nicht ertragen. Also habe ich es halt mitgebracht. Und das geht dir ganz genauso. Und bevor du jetzt anfängst, irgendwelche Beziehungen zu anderen Menschen zu kitten, bring dir erstmal deine eigene, wichtigste Beziehung in Ordnung. Und das gilt auch für deinen Gatten oder für deinen Lebenspartner oder wie auch immer.
bringt die Beziehung zwischen euch selbst erstmal wieder in Ordnung und euer Zusammenleben wird glücklicher denn je. Diesen ganzen Schmarrn mit den Eheberatungen, was weiß ich, was könnten wir uns alle schenken, wenn wir nur uns selbst wieder in Ordnung bringen wollten. Und das versuche ich dir hier wirklich zu sagen, mit allem, was ich so aufbringen kann. Und ich versuche es dir ja so ruhig wie möglich zu erklären. Völlig frei von Pathos oder pathetischem Gehabe. Es ist eine simple, zufällig ins Zentrum der Wahrheit treffende Wahrheit. Weil du einfach, du selber, du könntest, ich bin ganz sicher, dass du schon mal verliebt gewesen bist. Ich meine, so richtig verliebt, mit allem drum und dran. Wenn der andere nicht da ist, schmeckt dir kein Essen mehr. Wenn du weißt, der andere Teil leidet oder du weißt nicht, was für ein schreckliches Schicksal der hat und was weiß ich was alles. Kein Film, keine Theateraufführung, kein Ball, keine Festivität, kein Essen, nichts würde dir mehr schmecken. Gar nichts mehr. Du willst nur wissen, wo ist der höchstgeliebte Mensch? Und geht es ihm gut? Denk mal, was für Qualen dein Dual mitmacht. Das immer bei dir ist, und trotzdem miterleben muss, dass du andauernd an etwas vorbeisiehst, was dir eigentlich wirklich helfen würde. Und wenn du glaubst, ich rede gerade davon, dass du dich besonders wohl damit fühlst, dass du die Armen speist, da bin ich aber nicht so sicher. Vielleicht gefällt es dir, weil du selbstgefällig bist oder sonst irgendwas. Ich meine, es kommt darauf an, warum man es tut. Weil man die Notwendigkeit erkennt, dass es eine gute Idee ist, dass Menschen viel leichter wieder zu sich selber kommen, wenn sie Essen im Magen haben und eine warme Decke, als wenn sie erkennen müssen, dass sie andauernd nur hungern und frieren. Und wenn man es sich warm hat, dann erkennt man schwer, dass es um die eigenen Gedanken geht. Und es fällt schwer, die eigenen Gedanken wieder zurückzurudern, wenn einem selber das Messer an der Kehle hängt. Lass es doch bitte nicht so weit kommen. Und denke bitte daran, dass dein Dual wirklich alles unternimmt, um mit dir in Kontakt zu treten. Nun gar über mich. Aber wer es denn auch immer ist, es spielt doch gar keine Rolle. Dein Dual ruft nach dir. Bis zum geht nicht was. Und wenn wir das nicht so verklausuliert hätten, dass wir sagen, Gott hat dich ja so lieb und Gott ruft ja so nach dir, was völlig unmöglich ist bei 7 Milliarden Menschen, dass ausgerechnet Gott dich meinen könnte, das widerspricht jeglicher Logik. Es ist auch dummes Zeug, aber dein Dual braucht dich und das ruft nach dir. Unter 7 Milliarden Menschen braucht es nur dich. Und es schnurrt wie ein Kätzchen, wenn deine Gedanken wieder weißes Licht sind. Und es schnurrt wie ein Kätzchen, wenn du wieder alles in eine Kristallschwingung einrotierst und es auch weißt. Alles gut. Und ich bin ziemlich sicher, dass du den Wert dahinter erkennst. Glaub mir, auch wenn das ziemlich hart klingt, der Rest der Welt könnte in Stücke gehen, wenn du nur mit deinem Dual zusammen bist. Es ist etwas mitleidlos zu sagen, aber wenn Menschen nicht in der Lage sind, auf sich selbst zu achten, dann schmeiße ich sie auf den nächsten Kehrichthaufen. Das ist ziemlich fies, nicht wahr? Hört sich nicht nett an. So gar nicht wohltuend, mitfühlend oder ähnliches. Überhaupt nicht. Aber ich kann Menschen nun mal nicht ertragen, die nicht aus sich selbst das Beste machen. Und wenn ich weiß, ich bin das weiße Licht meines Denkens, dann rotiere ich alles in der Kristallschwingung. Und achte der Verluste nicht, der angeblichen Verluste. Die in Wahrheit nur die Beseitigung der Blockaden sind und Stolpersteine sind, die mir das Leben doch eigentlich sehr schwer gemacht haben. Aber es ist erstaunlich für Menschen, die verbissen Menschen an ihre Lügen glauben. Ich habe einmal eine Komödie gesehen, das war eine Übertragung aus dem Theater hier am Kurfürstendamm. Ich möchte das ganze Stück nicht erzählen, es war so ein Screwball-Comedy, wo ein Gag den nächsten jagte. War auch recht komisch. Eine ziemlich aberwitzige Klamotte.
Und es gipfelte daran, dass ein Mann einem Mensch, der da auftauchte, der überhaupt nicht hinhörte, schnell verkaufte, dass er eine Rolle in einem Film für ihn hätte. Der war Schauspieler. Und dann sagte er, ja, klar, mache ich gerne. Und dann müssen wir sie aber ganz schnell, dann bringen wir sie mal in das nähere Nachbarzimmer, dann gehe ich mit ihnen die Rolle durch, so ungefähr. Nur um ihn von dem verdammten Flur wegzukriegen. Und dann sagt er, geh schon mal ins Bad, geh schon mal ins Schlafzimmer. Und da sagt er, Schlafzimmer, Moment mal, wenn das hier ein harter Porno ist, spiele ich nicht mit. Da sagt der Mann, der den Mann doch eigentlich loswerden wollte, sagt zu ihm, nee, wieso, das ist für Schulfernsehen. Versteht ihr? Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Der Mann, also einer erfindet eine Geschichte, nur um einen anderen Mann von einer bestimmten Sache wegzulotsen. Am liebsten wünscht er sich, dass dieser Mann sich in Luft auflöst. Jetzt sagt dieser andere, also wenn das ein Porno ist, dann haue ich jetzt sofort ab. Nun könnte der andere, der immer nur diese alberne Geschichte von einem Film erzählt hätte, ja sagen, ja, wieso ist ein Porno? Dann wäre er ja weg. Aber nein, er sagt noch schnell, nee, nee, das ist für Schulfernsehen, ist okay, ist jugendfrei. Das ist albern. Aber so sind wir. Wir glauben an unsere eigenen Lügen. Und wenn wir glauben, wenn wir eine Geschichte für wahr halten, dann hängen wir da dran. Wir klauen uns Szenen, ganz egal, wie albern das ist. Aber jetzt sag mir doch oder sage dir doch nicht, erzähl dir doch nicht, dass du nicht gerne dass du nicht gerne dein eigenes Dual behalten willst. Ohne dass du mithin nicht lebensfähig wärst. Du leidest nicht unter der Trennung deines Duals. Das ist überhaupt nicht von dir getrennt. Ganz im Gegenteil. Du leidest darunter, dass du das nicht verstehen kannst. Das ist das Problem. Du und dein Dual, ihr könntet ein dermaßen weißes Licht hervorbringen, dass du alles getrost in die Kristallschwingung rotieren kannst. Glaube es dir nur endlich. Und wenn du der hässlichste und uninteressanteste, pickligste und übergewichtigste Mensch der Welt wärst, dein Dual würde nur noch dich wollen. Es würde trotzdem stolz auf dich sein. Und allen anderen Menschen vorziehen. Weil dein Dual ohne dich nicht lebensfähig wäre. Versteh mich bitte recht, kann Gott, der übergeordnete Gott und so weiter, der kann prächtig ohne mich leben. Der stört es überhaupt nicht, dass ich nicht da bin. Wenn ich mich umbringen will, bitte, so what, dann bring dich halt um. Also wir kommen glänzend ohne dich da, ohne dich aus der Makanne. Ja, kommen die auch. Aber nicht mein Dual. Mein Dual ist nicht lebensfähig ohne mich, so wie respektive du, dein Dual nicht lebensfähig ohne dich wäre. Aber bringe alles in der Kristallschwingung und dann lebt ihr ein hervorragendes Leben. Ich kann mit einem geliebten Mann arme Zeiten durchstehen oder aber reiche Zeiten. Ich kann glückliche Zeiten mit ihm erleben oder lauter Partys feiern oder aber ich habe hier andauernd nur Kummer und Sorgen und Nöte. Mit ihm zusammen oder mit ihr zusammen. Für was entscheidest du dich denn? Du bist hier am Drücker, du lebst doch. Dein Dual ist dann dein Ratgeber und ruft dich immer und sagt, Mensch, komm doch und guck mich doch an und komm doch zu mir den kleinen Weg. Der ist in der Tat sehr klein. Der Weg dauert so lange von Gehirn bis zum Solarplexus. Bis zum Solarplexus. Also allzu weit hast du es wirklich nicht. Hauptsache Licht schön weiß. Okay? Ich denke, das schaffst du. Das denke, das kriegst du hin. Ich sage ja, man nennt mich auch die Unermüdliche. Also das ist tatsächlich so, diesen Namen habe ich da oben weg, weil ich wirklich andauernd dabei bin, es den anderen zu erklären. Und da sind immer nur so, warum wartest du nicht einfach, bis sie selber merken? Daraufhin sagte ich nur, weil ich weiß, was einige für einen Weg vor sich haben. Und das gönne ich keinem, so eine Verwirrung, und das gönne ich keinem. Das wünsche ich keinem. So eine Verwirrung, so einen harten Weg, das wünsche ich keinem. Und ich weiß, was einige vor sich haben. Insbesondere die, an mir, sprich besser gesagt, an mein Kind vergriffen haben und all sowas und dann sofort gesagt haben, dass der Mutter das Kind weggenommen wird. Es geht doch hier nicht darum, was ist, welches Etikett was bekommt. Es geht darum, was etwas passiert ist, was niemals hätte passieren dürfen. Ganz egal, was hier irgendwelche Sozialpädagogen und das ganze Gesocks, was sich da selber für ein Etikett aufkleben, es ist niemals richtig. Es kann nicht richtig sein. Den natürlichen Verlauf sollte man niemals aufhalten. Aber anderen Menschen erklären, du kannst das alles heller hinbekommen, wenn du alles in eine höhere Schwingung bringst. Sofort, auf der Stelle, ab in die Kristallenergie. Darum haben wir sie ja. Es wird dich mit deinem Dual wieder verbinden. Es wird dich endlich wieder mit deinem Dual einigen. Und der ganze Ärger, den du in deinem Leben gehabt hast,
beruht ausschließlich darauf, dass du von deinem Dual getrennt warst. Aber niemand müsste sich von seinem Dual trennen. Sollte ich meinen. Es ist bei dir. Heilige Schwingungen takten, habe ich mal geschrieben. Das tun sie tatsächlich. Bringen alles eine hohe Schwingung und sie beginnen dich zu takten. Und zwar dahin, dass alles in eine Kristallschwingung kommt. Und du wirst eigentlich dein ganzes Leben nur noch damit verbringen, dass du immer wieder sagst, so alles ist weißes Licht, ist ja alles ganz nett hier, aber jetzt kommt alles sofort in die Kristallenergie. Du genießt alles, glaub es mir. Den Kinobesuch, das Theater, die Premiere, das Konzert, die Oper, alles. Du genießt das alles. Du genießt das großartige Essen, den tollen Rotwein, den, ach was weiß ich was, das Sechs-Gänge-Menü und das Ritz und was weiß ich was, alles das Moulin Rouge und tralala. Aber es kommt auch sofort in die Kristallenergie zurück. Bevor es anfängt, dir die Kehle abzuwürgen. Tja, ich sag das immer wieder. So lange, bis ich das Gefühl habe, dass es auch den Letzten, den ich erreichen darf und erreichen kann, erreicht. Alright, Baby, dann haben wir es ja. Ich danke dir fürs Zuhören und alles Gute dir. Und ich sag ja, alles in die Kristallenergie sorgt dafür, dass du alles wieder in die Kristallschwingung einrotierst. Und das eint dich mit deinem Dual. Und damit wäre dein Licht strahlend weiß. Und rotiert so ganz nebenher alles in die Kristallenergie wiederum. Also das ist ein ewiges Perpetuum mobile. Du erinnerst dich. Das ist das, was von die Wissenschaft sagt, dass es das nicht gibt. Nein. Ich denke, wenn du weißt, wo die Gedanken herkommen, nämlich aus dir selbst, weißt du es besser. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.